In einem Schreiben, das heute im Erzbistum Paderborn einging, erklärt der katholische Priester Eugen Drewermann die Vorwürfe des Erzbischofs gegen seine Lehre für null und nichtig. Dem Kirchenkritiker Drewermann ist bereits die Lehrerlaubnis entzogen und ein Predigtverbot erteilt worden. Es droht ihm sogar die Exkommunikation. Ich bin jetzt mit Eugen Drewermann in Paderborn verbunden. Was ist Ihr Hauptvorwurf gegen die Amtskirche? Ich glaube, dass seit Jahrhunderten die katholische Kirche zwei Fehler macht. Sie reduziert die christliche Existenz immer mehr auf einen formalisierten Lehrbetrieb, der sich von den Erfahrungen, vom wirklichen Leben der Menschen entfernt. Und zum anderen glaubt sie, im Besitz einer garantierbaren Wahrheit über das menschliche Leben zu sein, das in der Ämterhierarchie verwaltet wird. Beides hat eine solche autoritäre Zuspitzung erfahren, dass die Menschen immer weniger damit zurechtkommen. In der Anklageschrift des Paderborner Erzbischofs heißt es, sie leugnen die Vollmacht der Kirche und der Bischöfe. Das heißt, sie sind in Glaubensfragen anderer Meinung. Stimmt das? Ich glaube überhaupt nicht. Es gibt einen gemeinsamen Konsens in der Frage, dass das Christentum aufruht auf geschichtlichen Erfahrungen mit der Person des Jesus von Nazareth. Die Schwierigkeit aber ist, dass wir in der Neuzeit im Verlauf der letzten 400 Jahre beim Lesen der Bibel immer mehr haben erkennen müssen, dass die Bibel an den religiös entscheidenden Stellen keine historischen Berichte gibt, sondern in verdichteter Weise die Erfahrungen der Menschen gültig interpretiert, sodass die Ausdrucksform der Bibel sich nur verstehen lässt, wenn man von innen her sozusagen meditativ einfühlend, wie man einen Traum liest, die Wahrheit solcher Texte erkennen kann. Der Erzbischof von Paderborn nun und mit ihm die deutschen Bischöfe im Jahre 1992 glauben immer noch an der Möglichkeit festhalten zu können, den Inhalt dieser Texte zu vergegenständlichen, als historische Mitteilungen über Ereignisse in Raum und Zeit. So hat Herr Degenhardt gestern noch in einem Gespräch mit Lehrern, die ihm die Lehrerlaubnis zurückgeben wollten, freiwillig im Zusammenhang mit meiner Affäre, darauf beharrt, dass Maria Jungfrau war, biologisch und theologisch. Aber ich glaube, man treibt auf diese Weise viele Menschen einfach aus der Kirche raus, weil man da spaltet zwischen Aberglauben und reaktiv dazu Unglauben. Mir liegt gerade daran, dass man Aufklärung und Frömmigkeit, Reflexion und Religiosität, Rationalität und Mystik in eine fruchtbare Einheit bringen kann. Herr Drewermann, dann sind Sie aber eigentlich Protestant, gehören eher zu den Reformatoren. Was hält Sie in der katholischen Kirche? Eines stimmt ganz sicher, die Grunderfahrung Luthers teile ich sehr stark. Die Menschen sind viel zu hilflos und verzweifelt, als dass man sie moralisch kontrollieren oder zensieren könnte. Das spielt zum Beispiel in die Debatte jetzt um den Paragraphen 218 hinein. Andererseits glaube ich, dass keine der beiden Konfessionen die ganze Wahrheit hat, sondern dass zwischen Mensch und Gott die Leute selber zerrissen werden. Die Frage zwischen den Konfessionen ist immer noch, ist etwas von Gott? Dann scheinbar kann man es niemals reformieren. Es ist dann eine statuarische Wahrheit oder es ist nur vom Menschen und dann ist es eigentlich nicht wirklich wahr. Dazwischen läge die eigentliche Spannung, dass etwas, das menschlich ist, sich öffnet hin zu Gott und umgekehrt, dass das von Gott ist, nicht anders wahrgenommen wird als in seiner Menschlichkeit. Vielen Dank, Herr Drewermann. Dankeschön Ihnen.